Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu Zertifikate aktuell. Ja, eigentlich ist der Januar ein schwacher Börsenmonat, nicht so in diesem Jahr. Der DAX hat rund 10% zugelegt, was auf diesem Niveau noch für ihn spricht oder aber gegen ihn. Das weiß Christine Romar von der Citigroup. Schönen guten Tag, Frau Romar. Grüße Sie, Frau Ehrhardt. Frau Romar, wir haben ja jetzt eigentlich DAX-Rekorde, Schlussrekorde und Verlaufshochs am Fließband gesehen. Verpufft jetzt mal der Draghi-Effekt allmählich? Also sagen wir mal so, ich glaube, man hat sich jetzt einmal auf einem Niveau festgefahren, wo man hier, sieht man ja auch sehr schön an diesem Graphen, wo einfach einmal diese Informationen, die aus der letzten EZB-Sitzung rauskamen, verarbeitet worden sind. Die Liquidität, die quasi auf die Märkte zukommt, quasi eingeordnet worden ist. Also ich glaube, dass langfristig spricht nichts gegen den deutschen Aktienmarkt oder generell gegen die Aktienmärkte. Liquidität auf der einen Seite. Klar, man muss schauen, wie die Berichtssaison jetzt läuft, ob auch die Ergebnisse der Unternehmen das untermauern. Aber ich glaube, kurzfristig sollte der Anleger sich doch, glaube ich, ein bisschen fragen, ob nicht eine gewisse Konsolidierung möglich ist. Ich denke, auch Griechenland war am Tag nach der Wahl quasi ein No-Event. Aber ich denke mir, je länger jetzt die Diskussionen, die Verhandlungen angehen, desto kritischer wird das wahrscheinlich auch gesehen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein gewisses Rückschlagpotenzial für den DAX bedeuten kann. Ah, Sie haben schon meine Lieblingsstichworte. Berichtssaison, Konsolidierung und Griechenland. Arbeiten wir es doch mal nacheinander ab. Berichtssaison steht an, diese Woche Münchner Rück und Daimler Chrysler. Wenn man jetzt mal die Zahlen vergleicht, bei 18 von 30 DAX-Unternehmen ist es wohl so, dass das erwartete KGV für 2015 höher ist als das durchschnittliche KGV der letzten 10 Jahre. Ist das noch gesund? Also ich würde da gerne eine Gegenfrage stellen. Was ist Ihre Alternative, wenn Sie sich die große andere Assetklasse ansehen, die den Bondmarkt und sich dort die KGVs ansehen, dann müsste man eigentlich über diese KGVs, die in den Aktienmärkten sind, nur schwach lächeln. Die Blase, die wirklich zu sehen ist, ist in den Bondmärkten schlechthin. Also ich glaube, es wird sich einfach zeigen. Es sind jetzt auch bei den Berichtssaison ist die Frage, ist der niedrige Ölpreis schon drinnen? Ist der schwache Euro in den einzelnen Ergebnissen schon drinnen oder kommt das dann quasi erst mit dem ersten Quartal 2015? Also ich denke mir, klar, man muss hier sehr selektiv vorgehen, gerade auch die Autobauer, die Sie angesprochen haben, als Sektor, der hat natürlich jetzt sehr stark profitiert von den entsprechenden Entwicklungen, sei es Währung, sei es Ölpreisentwicklung. Vielleicht ist das so ein Sektor, den man sich anschauen sollte und vielleicht würde das sogar ein passender Sektor für Discount-Zertifikate sein, wo man einfach sagt, ich glaube nicht mehr an jetzt enorme Wachstumsraten in der näheren Zukunft, sondern könnte mir hier gut vorstellen, dass da eine gewisse Konsolidierung in diesem Sektor stattfindet. Also Konsolidierung, ja. Welche Titel oder welche Branche, welche Märkte sind denn da jetzt noch interessant? Sind es eher die defensiveren oder muss man sehr genau selektieren? Also ich glaube, um das genaue Selektieren wird man nicht drum herum kommen. Man sieht das eigentlich sehr schön, die Börse straft sehr stark, sage ich jetzt nicht, Performer ab. Die Unternehmen, die liefern, die bekommen natürlich einen ordentlichen Impuls. Ich will hier nur mal Apple nennen, die ja exzellente Quartalszahlen gebracht haben, 18 Milliarden in 3 Monaten verdient. Also das ist natürlich herausragend und die Börse honoriert dann auch solche Sachen. Also ich glaube, das genau hinschauen, zu selektieren, welchen Wert traut man noch Entwicklung in der Zukunft zu, um das wird der Anleger nicht herumkommen. Okay. Sagen wir mal so, EZB ist sozusagen eingepreist. Da sagen auch viele Banken, ach, das Geld hätten wir jetzt gar nicht so unbedingt benötigt. Welche Rolle spielt Griechenland jetzt, wo auch die Troika mehr oder weniger rausgeschmissen ist? Ja, also da schaue ich mir ein bisschen mit Sorge hin. Ich denke mir, die Parteien, die an den Gesprächen beteiligt sind, man manövriert sich so in zwei Ecken. Also ich hoffe nicht, dass die Diskussion quasi hier reduziert wird oder dass man nicht mehr einen Kompromiss finden kann. Es ist halt schwierig, wenn zwei so entgegengesetzte Haltungen eingenommen werden. Auf der einen Seite kann man natürlich die EU, die Troika auch verstehen. Ich meine, andere Staaten haben einen harten Sparkurs durchgeführt, haben sich hier an Abmachungen gehalten. Und die Frage ist halt, wie kriegt man dieses Griechenproblem unter Anführungszeichen in den Griff, dass hier eine Lösung gefunden wird, die eben für beide Seiten akzeptabel ist.
für den privaten Anleger heißt es wahrscheinlich echt viel, viel Ratlosigkeit im Gesicht. Den jüngsten Aufschwung haben viele nicht mitgenommen aus Skepsis, weil wir ja den letzten Herbst auch deutliches Abwärtspotenzial gesehen hatten. Wenn man auf Sicht von 5 Jahren guckt, dass sich der DAX verdoppelt hat, waren viele private Anleger auch nicht dabei. Was machen die jetzt? Eher noch an der Seitenlinie stehen bleiben oder jetzt doch mal wieder eingreifen? Ja, also ich glaube, das ist extrem schwierig im Moment. Man tut sich natürlich schwer, bei einem DAX-Stand so um die 10.800 zu sagen, so jetzt volle Kanone rein. Man möchte natürlich auch nicht derjenige sein, der quasi als Letzter gekauft hat. Ich denke, dass man die Anleger, die eben konsequent sagen, ich habe mir ein Ziel gesetzt, regelmäßig in die Aktienmärkte anzulegen, einen gewissen Betrag hier festzulegen. Also der gute alte Sparplan kommt mir da immer wieder in Gedanken, wo man einfach sagt, man löst sich so ein bisschen von diesem Timing-Problem. Andere Anleger, die eben sagen, okay, das langfristig, okay, das habe ich vielleicht im Griff, aber ich würde halt gern Chancen auch wahrnehmen, die sich kurzfristig ergeben. Und da fällt mir natürlich nur Zertifikate ein, die eben dieses Timing-Problem sehr elegant umschiffen. Es bedeutet nicht, dass der Basiswert steigen muss, dass sie positive Renditen erwirtschaften können, sondern sie haben eine Bandbreite. Und eine Bandbreite bedeutet steigende Kurse, aber auch gleichbleibende und leicht fallende Kurse sind ausreichend, dass sie immer noch positive Erträge erwirtschaften können. Und das, was ich auch sehr spannend finde bei Zertifikaten, überschaubare Laufzeiten, 3, 6, 9 Monate. Das heißt, das sind so Zeiträume, die man vielleicht als Anleger gut im Griff hat, wo man sich sagt, so, da hat man eine Idee und die kann ich umsetzen. Frau Roma, ganz vielen Dank. Liebe Zuschauer, der DAX konsolidiert unter Umständen und Sie als Anleger sollten dann ordentlich selektieren. Haben Sie das getan, sind vielleicht Zertifikate eine ganz gute Option. Das erfahren Sie natürlich immer wieder auch bei uns. Dankeschön fürs Zuschauen.